Seit Ende April sitzt Boris Becker, 54, im Gefängnis. Wegen Insolvenzverschleppung war der ehemalige Tennisstar von einem englischen Gericht zu 2,5 Jahren Gefängnis verurteilt worden. Daraufhin kam er in das berüchtigte Wandsworth-Gefängnis, das auch als Horrorgefängnis bekannt ist. Ehemalige Insassen sprachen von schlechten hygienischen Bedingungen und Gewalt. Ende Mai gab es eine erste Entwarnung, Boris Becker wurde in ein anderes Gefängnis verlegt, das einige Erleichterungen versprechen soll. Er sitzt nun im HM Prison Hunterkum ein. Noah Becker tritt als DJ auf Mallorca auf. Für seinen ältesten Sohn Noah, 28, scheint die Änderung aber nicht tief genug zu greifen. Er fordert Freiheit für meinen Vater, wie es neuerdings auf seinem Instagram-Profil zu lesen ist. Nun ist er nach Mallorca geflogen, um als DJ auf einer berüchtigten Party aufzutreten. Ein Kommentar von Noah zur Verurteilung seines Vaters Boris Becker. Der Hamburger Unternehmer Michael Ammer, 61, ist für seine ausschweifenden Feiern auf der Baleareninsel bekannt. Am vergangenen Samstag, 11. Juni, waren dafür 400 VIP-Gäste in Palmas edelsten Strandclub Anema Beach geladen. Unter anderem kamen Reality-TV-Star Pierre Kosmak, 47, und Bachelor André Mangold, 35, zum Fest, genauso wie Ex-Dschungelcamp-Teilnehmerin Janina Yousafian, 39. Stargast des Abends war aber Noah Becker, der die Anwesenden mit seinem Deep House-Sound begeisterte, wie Bild.de berichtete. Fragen zu seinem Vater ging er konsequent aus dem Weg. Auf neuem Foto zeigen sich die beiden Brüder Noah und Elias vereint. Während Boris Beckers Ex-Frau Lilly, 45, bereits einige Kommentare über die Gemütslage ihres Sohnes Amadeus, 12, fallen gelassen hatte, hüllten sich die erwachsenen Becker-Kinder bisher in Schweigen. Boris' Tochter Anna Ermakova, 22, ließ sich Anfang Juni zwar ebenfalls auf einer Party auf Mallorca blicken, gab aber sonst kein Statement zur Verurteilung ihres Vaters ab. Noah und sein Bruder Elias, 22, posteten eher indirekte bis kryptische Meldungen. Immerhin gab es nun nach der gemeinsamen Hand-in-Hand-Aufnahme mit ihrer Mutter Barbara Becker, 55, vor einer Woche zur Premiere der TV-Show Gala wieder ein neues Foto, auf dem sich die beiden Brüder vereint zeigen. Elias schrieb dazu auf Instagram schlicht: "Das ist mein Bruder." Am Anfang der Woche hatte der 22-Jährige, der im Gegensatz zu seinem großen Bruder kein einziges Mal in London zum Prozess erschienen war, einen traurigen Satz auf Instagram veröffentlicht. Zu einem Schwarz-Weiß-Clip, der ihn mit nacktem Oberkörper an einem Fenster zeigte, veröffentlichte er den Satz: "The prettiest eyes have cried the most." Auf Deutsch bedeutet das: "Die schönsten Augen haben am meisten geweint." Was genau er damit meinte, blieb offen.